Mit großen Ambitionen ins neue Amt. Steffi Jones hat ihre Aufgabe als Bundestrainerin der Frauennationalmannschaft angetreten. Und nur 5 Tage nach dem Goldtriumph von Rio nimmt die Nachfolgerin von Silvia Knight schon den nächsten großen Titel ins Visier. Mein größtes Karriereziel ist einfach erstmal jetzt die EM, die halt kommt, das ist klar. Da wollen wir auch mit dem Ziel hin, Europameister zu werden. Und da ich nur einen 2-Jahres-Vertrag habe, ist das erstmal das nächste Ziel, ja. Verzichten muss die 111-malige Nationalspielerin dabei auf Saskia Batusiak, Annike Kran und Melanie Behringer. Die langjährigen Stammkräfte traten nach dem Olympiaerfolg aus dem Nationalteam zurück. Die neue Aufgabe der 43-jährigen Jones macht das noch schwieriger. Sind die Fußstapfen ihrer Vorgängerin ohnehin schon riesig. Ein WM-Titel und 2 EM-Titel, dazu Olympiagold, nicht gerade ein einfaches Erbe. Ich vergleiche mich nicht mit Silvia Knight und es ist auch nicht, ich trete nicht in ihre Fußstapfen, das geht gar nicht, sondern sie ist die erfolgreichste Trainerin. Sie hat ganz viele Titel gewonnen und meine Aufgabe und mein Wunsch ist es, die Erfolge fortzuführen, aber mit meiner Handschrift und als Steffi Jones. Ihre ersten Auftritte an der Seitenlinie hat Jones am 16. und 20. September bei den EM-Qualifikationsspielen in Russland und Ungarn. Anschließend stehen in diesem Jahr noch 3 weitere Länderspiele auf dem Programm.